So, der Trip deines Lebens, Haartransplantation in der Türkei im wunderschönen Istanbul. Ich bin Frank McLean und ich begleite die Leute immer, aber jetzt kommt der Tipp deines Lebens. Deine drei Fragen schnell beantwortet in unter 3 Minuten. Meine neue Kolonie, guck auch gerne hier oben in die Playlist rein, da findest du alle anderen Videos, die in 3 Minuten eigentlich roundabout alle Fragen beantworten. Aber jetzt lasst uns auch ganz schnell ein... Abonnier noch schnell den Kanal, mach die Glocke an und wenn du möchtest, kannst du mir was in meine Kaffeekasse machen. Muss aber nicht sein. Also jetzt lass uns aber mal schnell anfangen. Tipp Nummer 1, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Essen zusätzlich mit. Ihr kriegt zwar ein Essen im Krankenhaus, aber ich würde mir ein kleines Sandwich holen. Wenn ihr in der Mall seid, morgens oder abends davor, nehmt euch ein Sandwich mit, legt euch das im Hotel auf jeden Fall weg. Wenn ihr nach der Haartransplantation kommt, werdet ihr Hunger haben. Ihr könnt natürlich im Silent Hotel, wo ich war, auch locker einen Burger bestellen. Ich habe da ein riesen Burger-Menü gekauft für unter 5 Euro. Also ihr müsst nicht zwangsläufig das Essen mitnehmen, aber denkt an die Verpflegung. Und ich glaube, das ist noch eine ganz intelligente Sache nach der Haartransplantation. Habt ihr Hunger, dann wollt ihr nur noch liegen, wollt einen Film gucken und was Schönes essen und das braucht ihr auch, weil ihr habt fast 10 Stunden gelegen, ohne was zu essen. Komm, weg damit. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist ganz, ganz wichtig. Versucht, wenn es geht, nur mit Handgepäck zu reisen. Die Medizin, die Sachen, die ihr mitkriegt bei Medical oder bei eurer Firma eurer Wahl, passen immer in euer Handgepäck und eigentlich sagt beim Zoll auch keiner, wenn da einer ankommt wie ein Streichholzkopf, okay? Da sagt dann keiner, das darfst du nicht mitnehmen. Ja, ich meine, im Endeffekt seht ihr eh aus wie Drogenjunkies, weil ihr viele Tabletten mitnehmen werdet und viele Tinkturen, aber das kennen die Türken dort schon am Flughafen, das ist alles cool. Also deswegen, versuche mit Handgepäck zu reisen, das geht alles viel schneller, in Deutschland geht es schneller, in der Türkei geht es schneller. Du musst dir den Koffer ausgeben. Es sei denn, du möchtest ein bisschen shoppen. Wenn du shoppen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall meine andere Playlist empfehlen. Da guckst du einmal rein, dann geht ihr shoppen und packt euch den Koffer so richtig voll mit 20 Kilo und ab nach Hause. Macht übrigens die Preise ab, sonst könnte es Ärger geben. Alles klar? Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 von mir ist, wenn ihr die Haartransplantation im Sommer macht, dann achtet ein bisschen auf den Sonnenschutz. Das heißt, wichtig ist, dass ihr euch nicht den Kopf verbrennt. Es geht nicht darum, dass ihr im Sommer nicht an die Luft dürft oder nicht in die Sonne dürft. Natürlich dürft ihr an die Sonne und ihr sollt auch an die Sonne. Aber ihr sollt euch nicht den Kopf verbrennen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ihr euch nach eurer Haartransplantation einen Sonnenbrand auf den Kopf zufügt. Das ist nicht gut für die Grafts, die wachsen dann wahrscheinlich, ich will nicht sagen, die sterben alle, das ist Quatsch, aber es kann sein, dass vielleicht 3, 4, 5% weniger kommen. Einen Sonnenbrand sollt ihr unbedingt vermeiden, also das heißt nach der Haartransplantation, spätestens 8 Wochen danach aber erst, wenn ihr dann rausgeht und ihr wisst, ihr wollt einen Urlaub machen, macht euch Sonnencreme auf den Kopf. Also würde ich jedem empfehlen, der eine Haartransplantation gehabt hat. Wenn dir mein Content gefällt, schau in unsere Gruppe Haartransplantation Erfahrungen Austausch, abonnier den Kanal, steck mir Geld in die Kaffeekasse, wenn du möchtest und mach die Glocke an. Ich bin raus, lasst euch nicht verarschen. Immer mittwochs 19 Uhr dieses Format.